Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Nonverbale Signale, da ist der Narzisst, der toxische Mensch, Meister drinnen. Erfahren Sie mehr, wie Sie diese nonverbalen Signale erkennen und wie Sie sich davor schützen können und wie Sie auch darauf sehr süffisant, sehr kompetent reagieren, um die Signale zurückzuspielen und abzuwehren. Nonverbale Signale haben eine sehr starke Wirkung, weil der Mensch reagiert unbewusst drauf und er kann sich gar nicht wehren, weil er es gar nicht bewusst weiß, dass er jetzt gerade darauf reagiert. Er ist aber plötzlich in einer anderen Situation, er ist plötzlich in einer Abhängigkeitssituation oder er merkt plötzlich, ich bin dort wohin gekommen, wo ich gar nicht hin will. Im Folgenden jetzt der 5 Signale, auf die Sie jetzt besser achten können, die Sie sich mehr bewusst machen können, damit Sie merken, okay, ich glaube, das war jetzt ein nonverbales Signal, aha, nochmal nachspüren und dann einfach noch einmal hinspüren, stimmt, das ist es jetzt und dann stoppen. Eine nonverbale Taktik ist Augenkontakt. Es gibt Menschen, die haben wirklich einen sehr, sehr festen Blick, einen sehr einnehmenden Blick. Und wenn ihnen jemand in die Augen schaut und dann wirklich sie merken, der will was von mir und ich kann dann irgendwie nicht wegschauen oder ich schaue weg und schaue wieder hin oder der schafft es, mich in seinen Bann zu ziehen mit seiner wirklichen sehr starken Präsenz, mit der sehr starken Fähigkeit, sich zu fokussieren auf mich jetzt, dann ist es nicht so leicht, da wieder wegzukommen. Außer ich sag, Moment, ich entscheide, wie sehr ich im Augenkontakt bleibe. Ich will das gar nicht. Und ich schaue ganz bewusst weg, entweder, oder ich sage ihm, warum starrst du mich so an? Ist irgendwas, ja? Was hast denn du vor? Was willst denn du da jetzt damit bewirken, wenn du mich so anstarrst? Also sie entlarven ihn mit seiner Taktik, mich in den Bann zu ziehen. Und wenn er dann was Liebes sagt, und sagt, na, ich schaue dich deshalb an, weil du so schön bist oder was immer, und ich dann wieder darauf reinfalle, dann wird es von nonverbal zu verbaler Manipulation. Und er versucht dann, weil das Nonverbale quasi nicht mehr so gut wirkt, noch einmal verbal eins draufzulegen, damit sie von zwei Seiten quasi gefangen sind. Also wenn sie das Nonverbale schon kritisch gesehen haben, beruhigt er sie verbal noch und dann haben sie das Gefühl, na gut, wenn er mich schön findet, ist okay. Ja? Na, der findet sie weder schön noch nicht schön, sondern der will ganz was anderes von ihnen. Der benutzt alles, was er an ihnen jetzt greifen kann, um sie zu kriegen. Zweiter ganz wichtiger nonverbaler Trigger, Nähe-Distanz. Wie weit ist der körperliche Abstand? Da gibt's super gute Nuancen. Eine Handbreit ist schon so, dass ich merke, da kommt jemand viel zu nah. Und manche Menschen kommen mir absichtlich zu nah, um in meine Intimsphäre einzudringen. Nicht nur, weil sie schwerhörig sind oder weil sie extra irgendwie was betonen wollen, wie wichtig das ist, sondern sie haben die Taktik, weil sie in meine Intimsphäre eindringen und weil ich schon mit dem Rücken zur Wand stehe, deshalb versuchen sie dann, was in mich hineinzudrücken oder sich was zu holen. Das ist bereits eben Missbrauch, schwerer Missbrauch. Ja? Und wenn ich mich nicht wehren kann, eine ausreichende Distanz zu kriegen und wenn diese Nähe immer ärger wird, dann ist es übergriffig. Und dann ist es umso wichtiger, mich davor zu schützen. Aber diese nonverbalen Signale der zarten Annäherung oder es kommt irgendjemand, der mir immer die Hand auf die Schulter legt oder dann als nächstes mir sogar dann über den Rücken streichelt und ich will das gar nicht und ich denke mir, was ist los? Ich habe ja keine Lust, dass da irgendwie jemand mir über den Rücken streichelt, das will ich gar nicht. Dann ist es eindeutig, dass der was anderes will, dass der was anderes bezweckt. Das kann bis zur sexualisierten Gewalt gehen. Also dass der versucht, so Nähe zu kriegen und merkt, aha, ich wehre mich nicht, ich wehre mich noch immer nicht und er geht immer weiter. Daher, sobald ich merke, ist mir unangenehm, diese Nähe, ich will schon nicht, dass der eine Armlänge in meine Nähe kommt, er soll ein Stück weiter weg sein, dann sind sie richtig, dann spüren sie es richtig. Je früher sie sich schützen und abgrenzen, desto schneller sind sie auch wieder in der Lage, rauszukommen aus dieser emotionalen Enge und aus dieser manipulativen, nonverbalen Technik, die dieser Mensch gerade jetzt anwendet. Eine weitere manipulative Technik ist, mit den Spiegelneuronen zu arbeiten. Sie wissen, es gibt durch unsere
neuronale Vernetzung gibt es Menschen, die empathisch sind, so dass sie sich in den anderen hineinversetzen können. Das hat man entdeckt bei Affen. Wenn jemand, ein Affe, einen Schmerz gehabt hat und sich hier gekratzt hat und sich hier geleckt hat, weil es ihm so schlecht geht und weil er so weh tut, haben sich andere Affen, obwohl die gar nicht hier verletzt waren, auch so hingesetzt wie der verletzt war und auch aus Solidarität mitgemacht. Das sind, und auch bei ihnen da an dieser Stelle eben gestreichelt und haben auch traurig geschaut wie der sich verletzt hat. Also die Spiegelneuronen bewirken, dass ich durch die Empathie mich auf den anderen so einstelle und mitfühle. Das ist bei Tieren möglich und bei Menschen ist es genauso. Das heißt, wenn jemand das geschickt einsetzt und vermittelt, ich brauche Hilfe, ich bin zu arm, und da gibt's jemand, der mich grundsätzlich sympathisch findet, hat der auch das Gefühl, ja, stimmt, der ist ja wirklich arm, der Mensch, und das ist ja wirklich schlimm. Und dann merke ich, ich habe den, dann schalte ich um und bringe nonverbal in meine Sphäre so hinein, dass ich sage, du musst jetzt für mich was tun, weil ich arm bin. Also was die Rhesusaffen nicht gemacht haben, jeder hat dann selber quasi seinen Arm da geleckt und versucht, dass der Schmerz weniger wird. Und die anderen Rhesusaffen haben offensichtlich auch aufgrund vom Gesichtsausdruck Schmerzen empfunden, obwohl sie sich sicher nicht hier verletzt haben. Ja. Und bei Menschen ist es so, sobald auch diese Spiegelneuronen zu wirken anfangen, und die wirken ganz intuitiv, ganz schnell auch, und es wird ausgenützt, weiß der narzisstische, toxische Mensch, jetzt kann ich diesen Menschen für meine Zwecke missbrauchen. Jetzt kann ich ihn manipulieren, ganz leicht, weil er jetzt offen ist, weil er jetzt bereit ist, empathisch sich auf mich einzustellen, weil ich es geschafft habe, ihm zu vermitteln, ich bin arm, hilf mir. Ein weiterer Punkt ist diese subtile Dominanz vom Narzissten, der eben mit seiner emotional manipulativen Technik es schafft, dass immer er der Wichtige ist, dass immer er im Mittelpunkt steht. Er kriegt es ganz unauffällig hin, indem er durch kluge Wortwahl, also die ganzen Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben, es am Schluss schafft, dass sich alles um ihn dreht. Und wenn sich nicht alles um ihn dreht, vermittelt er, ihr könnt mich da nicht allein lassen, das geht ja nicht. Ja? Und einige, die eben diesen Menschen mögen, haben das Gefühl, sie müssen für ihn noch was tun. Sie müssen sich für ihn einsetzen, obwohl es überhaupt nicht Sinn macht und obwohl es auch gar nicht notwendig ist. Umso wichtiger ist es, dass sie erkennen, ich bin da nicht verpflichtet, selbst wenn ich mit dem verheiratet bin, bin ich nicht verpflichtet, dauernd Dinge zu tun, die ich gar nicht tun möchte. Da wieder auf den Hausverstand denken und auf die eigene Intuition, wenn sie merken, der nötigt mich ständig zu Dingen, dieser Partner, den ich an sich liebe, ja, wo ich merke, der sieht mich nicht, ich mache dauernd Dinge, die ich nicht tun will, nur weil er es will und ich mich nur dann geliebt fühle, wenn ich das tue, was er will, dann mache ich das. Wow, wir sind mitten in der nonverbalen Dynamik drinnen, wie sie manipuliert werden. Auch von der nonverbalen Sprache her ist es so, von nonverbalen Signalen, alles, was diesem Menschen hilft, ist gut und alles, was ihm nicht hilft, ist schlecht. Und das vermittelt er perfekt. Und wenn sie darauf einmal reinfallen, zweimal reinfallen, dreimal reinfallen, dann kriegt das ein Muster. Und das Muster heißt, ich erwarte mir, dass es immer so ist, als manipulativer Mensch. Und wenn es mal nicht so ist, werde ich sofort sagen, hey, Moment, wir haben das jetzt geübt, dass du mich total servicierst und du hast mich weiter zu servicieren. Und wenn du mich nicht mehr servicierst, werde ich dir sofort die Rute ins Fenster stellen und sagen, das ist falsch, was du machst. Und sie glauben es dann, weil sie sind voll im Manipulationsschema drinnen und sagen dann, Entschuldigung, das ist ja unsere Beziehung, so haben wir das ja ausgemacht, ich muss dir dienen und du darfst tun, was du willst. Stimmt, das haben wir so ausgemacht. Wahnsinn, bitte denken Sie mal dran, was das heißt. Das bringt doch alles zum Sprengen. So kann ja keine Beziehung stehen. Aber viele, die co-abhängig sind, machen das jahrzehntelang mit und merken es gar nicht. Und erst wenn sie es merken, sind sie dann die Beschämten und die sich denken, in was bin ich da reingeraten? Muss nicht sein, je schneller sie es aufklären und je schneller sie das Muster unterbrechen, das nonverbale, das unbewusste Muster, desto schneller merkt dann der andere, funktioniert nicht, kann ich vergessen.
Und dann gibt es trotzdem eine gute Beziehung. Ich muss ja nicht in diese manipulativen Muster einsteigen und drinnen die nächsten Jahre bleiben. Ich kann immer aussteigen, sobald ich es erkenne. Und mit diesem Video haben Sie jetzt total viel, glaube ich, für sich erkennen können und können ab sofort Dinge ändern. Wundern Sie sich nicht, natürlich gibt es einen Anfangswiderstand von dem, der bisher Nutznießer war und der Sie vampirös ausgesaugt hat. Klar, macht ja nichts, aber ab heute ist Schluss mit vampirösen Aussaugen. Der wird schon bei Ihnen gerne bleiben wollen. Der ist froh, wenn er noch weiterhin von Ihnen ein bisschen servisiert wird. Bisher war es 500%, jetzt ist es 5%. Er ist immer noch dankbar. Und er muss halt ein bisschen seinen eigenen bewegen. Alles Gute für Sie.